Ach du Scheiße, was ist das denn? Huch! Was ist das für ein riesen verzicktes Ding? Schwimmbrücke, Moment, die müssen wir noch so, aber bestimmt. Genau, die Schwimmbrücke ist hier oben, Moment. Ventilrad, da gehen wir mal nach rechts. Es lässt sich nicht weiter drehen. Okay, nach links. Nach links. Nach links. Okay, jetzt soll das funktionieren. Was? Sie geht nicht mehr auf. Ich bin eingesperrt. Okay, dann gehen wir nochmal nach rechts. Dann heben wir den Tür mal den Hebel nochmal umlegen. Aber so vielleicht erst, Moment, warte mal, müssen wir vielleicht erst die... Solche Rätsel sind doof. Hallo? Meine Maus ist weg? Ah, jetzt wieder da. Was? Ich bin eingesch... Okay, das geht also gar nicht so. Rechts umlegen. Machen wir nochmal rechts umlegen. Nochmal rechts umlegen. Jetzt ist das Ding voll mit Wasser. Da muss ich erst mal hinkommen. Okay. Links rum. Jetzt sind hier zwei Dinger voll mit Wasser. Wenn ich jetzt den Brückenhebel hebe... Ich kann hier also alles nicht öffnen. Das ist irgendwie Wasser. Ah ja klar, wenn ich das hier voll mache, dann ist natürlich voll hier, ne? Dann ist ja logisch. Dann komme ich hier nicht mehr raus. Wir können mal wissen, was passiert, wenn ich umlege. Stauschott schließen. Stauschott öffnen. Stauschott schließen. Jetzt ist der Stauschott geschlossen, jetzt können wir das Ventilrad nochmal nach links drehen. Was? Sie geht nicht, ich bin eingesperrt. Was ist das hier? Konsole. Was das wohl darstellen soll? Und was haben all die Lichter zu bedeuten? Was es darstellt, weiß ich ja, aber es bringt mich halt momentan echt nicht viel. An der Brücke sind Schwimmelemente angebracht. Damit treibt sie dann auf und ab, wenn sie nicht gerade irgendwo festgemacht wurde.
heißt, die ist momentan fest. Oh, Stauschott öffnen. Weil hier unten ist er, hier unten ist er offen höchstwahrscheinlich. Nein. Jetzt müsste sie fest sein. Aber wie aktiviere ich die Stauschots? Solange der Wasserpegel nicht gesunken ist, kann ich hier nicht reinklettern. Ach so. Alles klar. So geht das natürlich easy. Gut, das muss man natürlich erstmal gesagt kriegen. Also, wir gehen hier rein. Wir machen jetzt. Jetzt habe ich es. Ich weiß ja nicht, dass ich draußen die Umgebung auch mitnutzen soll. Dann natürlich noch einmal. Rechts und... Go, go. So, jetzt gehen wir raus. Und wir dann hier rein. Jetzt sind wir hier, gehen nach unten. Öffnen den Stauschott. Die Brücke hat sich von der Ebene abgekoppelt. Okay, alles klar. An der Brücke sind Schwimmer, damit treibt sie... Gut, jetzt gehen wir wieder nach oben. Moment. Jetzt ergibt es alles einen Sinn, wenn wir einmal hier unten sind. So, hier raus. Dann gehen wir hier wieder rein. Und da wieder rein. Und dann wird jetzt hier das Ventilrad komplett nach links hochgepumpt. So. Tada! Stauschott öffnen. So einfach ist das. Okay. Achso, ich kann ja gleich runter. Ich brauche nicht mal. Es lässt sich nicht öffnen. Okay, wenn ich jetzt noch einmal drehe, ich weiß nicht, was da passiert, wenn ich nochmal drehe jetzt. Hä? Was? Ich bin einge... Okay. Die Brücke ist trotzdem um, weil ich sie festgekoppelt habe. Ach so. Die Brücke bleibt da so oben. Ich komme jetzt auch hier rüber, bringt mir aber momentan nicht viel. Wenn ich das Wasser hier rüber pumpe, ist beides voll, gell? Es lässt sich nicht... Hier muss man nach links. Moment, ich muss nur ganz kurz Kopfhörer abnehmen. Wird langsam ein bisschen...
Okay. Ich kann also wenn ich. Die Brücke ist ja oben jetzt, gell? Die ist ja festgekoppelt. Wenn ich jetzt das Wasser rechts rum ablasse. Rausgehe. Rein. Jetzt komme ich automatisch hier unten rein, alles klar. Das schließe. Soll theoretisch jetzt kein Wasser mehr reinkommen, ne? Oder muss ich das da drüben auch erstmal schließen? Stauschutz schließen. Schott schließen. Die Brücke. Er rührt sich nicht, klugerweise. Sonst wäre die Brücke jetzt abgestürzt. Okay, gut. Stauschott öffnen. Stauschott schließen. Kann ich schwimmen? So Gott, mach ich denn? Nie im Leben. Ich hab doch keine Kiemen und schwimmen kann ich auch nicht. Nie im Leben. Dann halt nicht, okay. Geh mal halt rein. Was wohl darstellen soll? Und was haben all die Lichter zu bedeuten? Solche Rätsel sind echt doof. Öffnen. So, jetzt habe ich hier diesen... Ich kann jetzt hier drüben rein, kann auch da runter, aber da unten kann ich nichts machen. Wo ist der Sinn davon? Solange der Wasserpegel nicht gesunken ist, kann ich hier nicht reinklettern. Was? Ben. Na endlich. Was hast du da drin gemacht? Nicht zicken, mitkommen. Salvador kann nicht mehr weit sein. Ja, es geht um die Weltherrschaft. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Alter Schwede. Das war Salvador. Kellerman? Psst, da kommt wer. Kellerman, verflucht, wo stecken Sie? Ich bin hier, Sir. Und ich habe Besuch mitgebracht. Duwe. Bent, pst. Der junge Svensson. Was hattest du vor, Duwe? Wolltest du deine Bezahlung abholen? Oder kommst du etwa wegen deinem verhassten Wundergemüse? Du hast kein Recht auf unsere Forschung, Indes. Ganz im Gegenteil. Ich sehe es als meine Pflicht, die Welt von diesem grünen Schleim zu befreien.